Hey und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Space. Das ist die zweite Folge schon. Ich bin wieder ein bisschen am Ausrasten mit Videos. Gerade parallel, während ihr dieses Video seht, bin ich übrigens auch schon am Livestreamen. Also wenn ihr Zeit und Lust habt, nach der Folge oder nach der ersten oder generell, kommt vorbei. Ich bin live auf Twitch, so wie immer. Link in der Beschreibung und ja, dann geht's auch schon los mit dem heutigen Video jetzt. So, da wäre ich wieder. Also, ich habe in der letzten Folge einen kleinen Schnitt gemacht und bin noch mit Erkundungstour mit den Kollegen. Ich denke mal, das wird noch ein bisschen fortgesetzt werden und nur um so den Zusammenhang noch zu kriegen, wo wir stehen geblieben sind. Es gibt fett was zu looten. Oh, diese Folge hier hat es ziemlich in sich. Ich weiß nicht, was ich in den Titel schreiben werde. Mal gucken, vielleicht wird da schon ein bisschen was drin stehen. Also, schaut da mal. Los geht's. Alter. Oh, hier gibt's Rüstungen! Hier gibt's Setzlinge! Ja, moin. Ja, bring mir eine Rüstung. Ja, hier gibt's so viel Loot, das kannst du gar nicht alles mitnehmen. Kompasse nochmal, dreh wieder alles verrückt. Hallo! Uhren. Uhren? Ja, ich hab. Was? Uhren? Uhren! Uhren! Nicht das, was du schon wieder denkst. Ich hab nur. In welcher Mall bist du denn? Thanks, Memories. Alter, hier gibt's Seeds und Melonen und Pumpkin und alles. Und hier gibt's Regeneration Potions. Klim. Ja, mein Inventar ist voll. Ja, das ist natürlich die andere Sache. Was ist für ein Name? Komm mal bitte her. Wo bist denn du? Hier. Warte, ich komme hier über diese Maulbrücke, die eine sehr cool ist natürlich. Basti, ich hab dir irgendwas mitgebracht. Hier, guck mal. Der Icy Dick. Oh nein. Guck. Was? Ja, der Eisel. Doctor's Room. Herr Doktor! D-I-C-K. Herr Doktor! Wer kennt ihn nicht? Doktor zockt. Hä, was? Nein. Ich bin kein Doktor. Oh, ich hab sehr kalte Schenkel, hier. Warte mal. Entlösen. Es gibt auch ein Shopping Directory, da könnt ihr vorne rangehen und eine Liste von den Shops. Oh, Doktor. Ja, das hat Basti eben schon gesehen. Oh, was gibt's in der Kiste? Okay. Nix. Ich bin auch bei Farben, nicht so. Oh, hier gibt's was. Hier gibt's Blumen. Klamottenladen. Ich hab eine Metro-Map gefunden. Eine Metro-Map? Ja. Oh, oh. Das war eine blöde Idee. Halloween Store. Ui, oh, Withers Skulls. Withers Skulls. Withers Skulls. Und andere Withers Skulls. Ich habe 24 Withers Skulls. Gib mir mal. Ich habe eine Diaspitzhacke. Oh, Bruder. Wo seid ihr denn? Das wollen wir mal kurz eine Kunde treffen. Oh. Fuck. Leute? Ja. Für dich. Wo seid ihr? Schwarze Lederrüstung. Weg. Oh, Kuchen. Ich habe was für jeden. Ach, wir sind in der Mall. Wo ist denn die Mall? Ich sehe hier die Kathedrale mit dem goldenen Ding. Oh, Bruder, ich habe 48 Wither Skulls. Ich hoffe, hier ist nirgendwo jetzt ein Ding. War, kriege ich einen Wither Skull? Ja. Kannst du gerne. Bau ich mal ganz kurz in die Höhe und guck mir mal ganz kurz. Jetzt habe ich schon einen Stack Wither Skulls. Ja, moin. Ich muss mal ganz dringend los. Seht ihr mich? Den Turm aus TNT? Nee. Wir sind gerade in einem Gebäude, Early. Alter, Early Boy, halt J. Hey, wo bist du, Alter? Ach, lol, ich sehe euch. Da hinten. Ach, das ist die Mall, wo ich gerade gucke. Ja, komm hier rein. Hier ist lustig, aber wir sind fast durch. Was geht denn hier runter ab? Ah, hier, Alter, das Ding hat eine eigene Metrostation. Ich bin im Belüftungsschacht von der Mall. Wie? Wo? Hier geht's in den Belüftungsschacht rein, hinten rum. Wo bist denn du? Oh, was ist das hier? Hier, vorne. Hier geht's noch Angelrouten. Ich hab euch. Ich dachte, das wäre eine Kathedrale. Warte mal, Leute, warte auf mich, ich hab was für euch. Ja, aber wo? Hinter euch. Oh, hallo. Alter. Ja, guck mal, als Erbauungsbücher, Unbreaking, Effizienz 5, hier, Early, ich hab auch was für dich, pass auf, hier. Unbreaking 3, Silk Touch, hast du schon einen Bogen und einen Pfeil? Nee. Leute, ich geb, da ist für jeden was da, warte mal. Hier ist auch eine Vending-Maschine, kostet 19 Level, damit du die betreiben kannst. Bark, hast du den jetzt einen Bogen und Leute, Pfeile? Guck mal, ich hab keinen Bogen und auch keine Pfeile. Wert? Alter. Ich hab keinen Bogen und auch keine Pfeile. Guck mal hierher. Hol dir hier. Ja, wo ist denn hier? Du siehst mich da. Hier, Spark, warte mal. Spark, hier kriegst du einmal Silk Touch und einmal Unbreaking. Lul. Ich kann nichts mehr tragen. Scheiße. Hier ist Diaspitzhacke. Sachen, die ihr nicht mitnehmen könnt, lasst die einfach in den Kissen drin oder so, anstatt dass ihr die rauswerft. Klimm, hier einmal Silk Touch und Unbreaking. Oh, Bruder. Okay, komm, geil, nehme ich. Da sage ich nicht hier? Nein. Was? Ich hab noch eine Diaspitzhacke, wer will? Ja, ich hab auch eine hier gefunden. Ich hab auch eine. Hier sind Trip-Wires. Hast du schon eine Diaspitzhacke? Die Strings nehme ich mal mit. Bei dir Pickaxe hab ich schon, ja. Okay, so, ich brauche die mit. Hab ich halt Strings. Bogen und Pfeile. Ich kann nichts tragen. Brauch das ist voll der gute Shop. Basti, willst du Bogen und Pfeile? Liegt da. Oh. Die Truhe darf Earlyboy nicht sehen. Okay, hab entschärft. Noch mehr TNT, ja. Ja, es wird noch mehr TNT. Ich hab übrigens hier noch ein bisschen Kuchen. Will jemand Kuchen?
Nee, dankeschön. Ich glaube, das TNT habe ich in Sicherheit gebracht. Dieser Shop hier. Sag mal, Alter, Spark, ich würde gerne mal nach Hause gehen irgendwie. Da würde ich gerne rein. Ich brauche einen Grundstück erstmal. Bruder. Monster. Oh! Bruder, oh, habt ihr Leute, Barky? Habt ihr schon mal in diese Kiste reingeguckt, was es hier gibt? Hallo hier! Limmy, hast du hier schon mal reingeguckt? Nee. Vor allem Basti, guck mal, hier ist was für dich drin. Da. Oh. In dieser Kiste, komm her hier. Basti, da, das ist dein Shop für dich. Oh Mann. Spark, du musst da reingucken, du musst unbedingt in die Kiste gucken. Da. Oh ja, für Spark, besonders für Spark. Ja. Ich hab da reingeguckt, Sticks, aber ich hab mir die Schalter, Sticks welche Kiste? Nein, guck dir die Hebel an. Sticks. Die Dinger Hebel. An, die Sticks. Alter, okay, gut. Oh, ich liebe diese Map. Das ist Nussknacker. Sag mal, Sparky, wo ist jetzt der Lüftungsschacht eigentlich? Komm mit, ich hab den Lüftungsschacht hier hinten gefunden. Wo war das denn? Hier rein. So, hier sind ein paar Köpfe, auch ein bisschen Rüstung, Equipment war drin. Ja, wie ist es eigentlich mit den Witherskulls? Du wolltest und hier geht's in die Lüftung. Ach so, genau, warte, hier kann ich dir geben. Ich hab ein Stack Witherskulls, ne? Ich brauch erstmal nicht, ne? Ja. Ich hätte ja schon 3 Stück. Achso, ja gut, kann ich dir auch geben. So, hier ist Belüftungsschacht, schau mal, wenn hier reingeht. Ja. Einmal reingehen, da ist immer ein Belüftungsschacht von der Anlage hier. Da gibt es bestimmt irgendein Secret, oder? Klimm, oh. Ja, safe gibt's hier ein Secret. Boah, hab ich mich erschrocken, ich dachte, das wäre. Ah, hab ein Secret gefunden. Feather Falling 4 Buch, ja moin. Ich hab auch ein Secret gefunden hier. Geh doch einfach durch. Au! Ja, gut. Was passiert, wenn ich da drauf drücke? Ein komplett. Oh, hallo, Klim. Hallo, da steht was, Klim. Hier, Spark, kannst du lesen. Du hast ja Solar Applied Sciences Corporation. Irgend so ein geheimer Raum, weil so voll. Discount Software. Oh, hier gibt's CD, also Schallplatten. Alle. Ja. Oh, eine Axt. Hey, wir sollten das Projekt nicht Minecraft Space nennen, sondern Minecraft Erkunde City. Ja, wir machen schon eine. Also, wir sind ja einfach nur gerade da, in die Stadt zu plündern hier. Die ersten 20 Folgen werden Sachen gesucht. Ich frage mich, warum die Stadt leer ist. Wo sind die ganzen Leute hin? Sind die schon? Eigentlich sollen die ja da sein und wir sind halt jetzt einfach ein bisschen am Rumlaufen und so, aber. Das ist ein Geheimgang, Early Boy. Wir haben einen Geheimgang gefunden. Ich hab Basti eingesperrt! Hallo! Ja, jetzt! Ja, komm durch. Klim, ich komm nicht zurück. Kein Problem, ich hab eine Dia-Axt gefunden. Aber hier ist nochmal sowas, ne? Oh! Spark, guck mal. Ah ne, was ist das? Ein Changing Room? Hier, geh mal vor. Ne, da geh ich runter. Och Gott. Ach Gott. Okay. Gibt's so Barke, gibt's viel zu sehen. Eine Lederrüstung, eine schwarze für dich. Ne, das ist nur normal hier. Geh mal vor. Wir sind gerade nur in der Mall, ne? Ja, das ist halt nur die Mall. Und die Stadt, ich habe ja eben schon gesagt, ich bin ein bisschen hier über die Stadt. Also Spark und ich sind ja beide, wir haben ja ein bisschen geguckt. Hey, Spark, Basti, was geht? Wo bist du? Ne, hier Klimmi übrigens, hier oben sind wir hier. Ja, hier, ich weiß, mal, ich wollte mal weitergehen. Hier, ich hab was für dich, nimm mal, guck dir das mal an. Ah, warte kurz. Nice. Warte wird doch. Würde dich ultra interessieren, also serious jetzt. Ich hab was ultra nice gefunden, hier, guck mal. Ich hab einen Computerraum. Wir waren in diesem einen Store hier vorne drin, der schon, Dings ist. Gott, was ist die Metro-Map? Da steht die mal. Lol, als Laber, kein Scheiß. Leute, wir haben eine Metro-Map. Fucking Idiots, was? Hier ist ein Waschsalon. Jetzt. Hey, guck mal, Spark, guck mal an und mach mal die Befehle hier. Wo seid ihr? Basti ist nochmal rausgelaufen gerade. Kannst du auf der Minimap mal gucken, wo wir unsere Namen haben? Was meinst du, Basti? Einfach reingebrochen, Laden. Oh, PC-Ding ist das hier. Solar, Palmmap. Können wir diese Papiere benutzen, Spark? Die mit den, No, da ist schon viel Swearing drauf. Mit den lila Texten, die Papiere, braucht man die zu irgendwas anderes, oder? Nein, das ist alles, was du findest, hat nichts mit unserem Projekt zu tun. Wir haben halt die Map genommen und alles, was du findest, hat jetzt nichts Projektrelevantes eigentlich. Ich weiß nur gerade. Seid ihr raus aus dem Mall, Spark und Basti? Lol, hier geht's. Laden closed because of illegal immigrants. What the fork? What the fork? Oh, den Laden gehe ich nicht rein. Also die Metro-Map ist halt schon sehr gut. Das ist ja. Also, ich weiß, also manche Schilder, da sind halt schon ziemlich radikale Sachen drauf hier. Ja, ich werde auch nicht alle Schilder. Also, ey, krass. Oh, das ist so, ich habe einen Redstone-Laden gefunden. Hier. Perfekt für Joe. Lass mal plündern. Ach, hier wart ihr gerade drin, ne? Jetzt seid ihr irgendwo hier drin. Also, ich komme nicht klar auf die Map. Ich komme wirklich nicht klar auf die Map. Na, mit so viele Sachen zu entdecken. Schallplattenladen.
hier ist eine versteckte Truhe in den Bäumen. Da ist ein Buch drin. Help, please, no English. Modern Kitchen Appliance. Ich glaube, ich habe... Okay. Oh Gott. The Serial Garden of Green and Leafy Trödel. Was ist das hier? Waiting Room? Ja, was denn? Dr. Ödel was. Ödel, das bin ich. Das bin ich. Alter, macht echt Bock hier durchzugehen. Ich wollte das da noch angucken. Da ist irgendwie ein Aufzug oder keine Ahnung was. So sieht's aus. Ah, wird ein bisschen Stunden nach oben rennen. Headhunter International. Sagen, das meiste werde ich dann wohl in dem Stream heute machen, den ihr dann seht. Und, ah ja, komm, lauter Großraumbüro. Und wir haben gleich 19 Uhr. Ich sehe schon, Spark geht da hin und nach dem Stream alles leer, nichts mehr vorhanden. Nee. Also hier kannst du tagelang streamen. Warte, wo seid ihr? Ich muss irgendwann finden gerade. Hm? Ja, ich bin gerade direkt außen. Ich komme raus. Spark, guck mich mal an. Aber geht's jetzt in Haupt, da wo wir vorhin waren? In Basti, Stadt, komm mal raus. Sitzt, oder ja. Wie? Da wohnen wir alle. Leute? Das ist so geil, Alter. Geh mal ein bisschen weiter runter, ich seh dich hier. Oh Gott. Ach, da mit dem Gesicht, yo. Trollolol. Ey, was denn? Ich seh nichts. Was ist das? Ey, die guck mich an. Oh, Bruder. Ich troll dich ab, weg, oh, Ding. Oh, oh, oh. Bist du schwanger, oder was? Nein, komm her. Komm mal her. Into Fire? Du? Wo bist du? Ja. Blaze Rod. Du mal, Achtung. Stell dich mal dahin. Okay. Ja, moin, Rudi, Alter. Geil. Okay, hier gibt's auch Custom Items, hier gibt's alles. Also die Map ist wirklich ultra fett, ultra riesig. Ich würde langsam gerne mal zurückgehen, ein bisschen so Grundstück abstecken oder so. Bei, ja, aber ihr schneidet ja sowieso alle, ne? Ja, ich schneide ja, auch. Denk mal schon. Okay, weil dann, 40 Minuten Folge hoch. Dann würde ich nämlich... Dann würde ich nämlich schon mal sagen, ihr schneidet das ja eh raus. Das war's mit meiner Folge von Minecraft Space. Jo, Klimmer dann seine Folge mal beendet und ich bin dann auch langsam wieder zurückgegangen, habe ein bisschen mein Inventar entleert, weil es bringt nichts, ewig auf Plündertour zu gehen, wenn man keinen Platz in seiner Kiste hat. Und deswegen bin ich mal zurückgegangen, habe mir auch mein Grundstück mal so grob eingezäunt. Ich mache kurz die Journeys Map auf. Ja, die Leute haben sich hier so langsam angesiedelt. Also hier oben sehe ich schon mal ein Grundstück. Hier hat auch noch sich jemand Platz gemacht, etwa auch so groß, wie ich das hier unten hatte. Dann habe ich hier mir mein Grundstück gemacht, so ein bisschen hier am Weg entlang, so vom Space Center. Also das hier ist sozusagen der Spawn. Wenn man stirbt, dann landet man beispielsweise auch hier. Hier ist das Schiff, wo es zu dem Mining-Gebiet gibt. Und direkt hier vorne, mehr oder weniger so am Spawn, habe ich einfach mal mein Grundstück gesetzt. Ist auch etwas Flachland, sodass ich hier schön Raketenbasen bauen kann, ohne allzu viel terraformen zu müssen. Das war mir gerade mal wichtig, weil ich bin sonst zu oft an einem Berg und ähnlichem, muss immer so viel terraformen. Nein, danke. Ich würde gerne mal ein bisschen mehr so rumbauen. Und ja, mein Inventar ist entleert. Ich kann mal kurz zeigen übrigens. Tada! Ich habe mir meine Kiste hingestellt, ein Bett, was ich hatte und hier mal Sparky Space. Von oben oder von hier sieht es tatsächlich recht groß aus. Also schaut mal so da hinten hier entlang, einmal rum. Aber wir haben hier so viel Platz, ganz ehrlich. Ja, das sollte schon passen von der Größe. Es gibt hier verschiedene Stellen, wo sich Leute ansiedeln können. Ich glaube übrigens, viele von den Kollegen haben sich gar nicht mal hier in der Base, hier in der Nähe angesiedelt. Also ich glaube, hier ist, weiß nicht, ob hier noch jemand war, aber hier, und viele sind verteilt. Einige sind auch in die Stadt gezogen. Ich hatte den Leuten gesagt, vielleicht nicht ganz so weit weg. Das ist eventuell ein bisschen schade, weil dann hat man sich nicht so im Blickkontakt. Nicht, dass jeder so ein bisschen für sich so alleine spielt. Aber ich dachte eigentlich, weißt du, im Spawn ist halt Best Location. Weil hier geht es auch zu den Ärzten und so. Und das wäre eigentlich so sinnvoll, wenn wir hier alle sind. Also, mal gucken, wo die anderen sich platziert haben. Das weiß ich selbst alles noch nicht. Werde ich dann auch in den Folgen sehen. Ja, mal gucken, ob wir das hinten war. Vielleicht, ich weiß nicht, was Gaming Guides oder so. Schätze ich, ich habe keine Ahnung, wer da ist. Naja, für jetzt würde ich mal sagen, das ist meine Kiste mit den Sachen, die ich gefunden habe. Das hat mir noch Joe geschickt. Der hat stackweise auch schon Dias gefunden. Es gibt so viele coole Sachen zu finden. Und meine Freunde, ich muss gleich wieder los. Bruder muss los. Sparky muss los. Sparky muss groß. Der muss ganz, ganz dringend noch mal ein bisschen auf Erkundungstour gehen und sich ein paar weitere Sachen sammeln. Zunächst mal, was ich halt habe hier. Tankköpfe von jeder Sorte. Ja, und ansonsten habe ich halt hier meine Rüstung schon mal ein bisschen. Schwert habe ich dabei, obwohl das nicht viel, so nicht viel Schaden macht. Cooler Name. Die haben ein bisschen übertrieben mit den Namen, die Map-Ersteller. Ich bin auch testweise mal ganz blöd schon mal zu dem Mining-Gebiet gegeben, habe mir die neuen Erze angeschaut, weil unter dieser Stadt gibt es die Erze nicht, die gibt es ja nur in dem Mining-Gebiet, weil das 20.000 Breaker weit entfernt ist, wo wir dann Quarries aufstellen und ähnliches. Und wenn wir wahrscheinlich heute jetzt im Stream ein bisschen weiter gucken, aber
Wir werden auch größtenteils im Stream nochmal rumrennen, erkunden und suchen. Es gibt so viel zu entdecken und auch so viele coole Sachen zu looten. Und ich hoffe mal, dass ich jetzt eine Stelle finde, wo es ja noch keiner war. Wir haben ein paar Tage im Voraus jetzt sozusagen schon mal das Projekt gestartet. Wir haben noch 2-3 Tage jetzt gehabt, wo wir vor dem Projektstart auch schon unsere Folgen vorbereiten konnten. Ich denke mal, viele Leute haben nicht so viel jetzt gemacht, weil sie sich das auch aufheben wollen. Aber der eine oder andere hat bestimmt auch schon gut gefarmt. Ich mache jetzt nochmal los. Wir haben jetzt gerade Freitagabend schon, also direkt vor Projektstart. Eventuell ist schon einiges geplündert, aber ich denke mal, wir werden noch ganz gut Sachen erbeuten können. Und ja, was brauche ich dafür? Ein bisschen Essen wäre vielleicht nicht verkehrt. Fackeln und dann gehe ich eigentlich auch schon wieder los. Ja, da ist die Frage. Kann ich eigentlich, ich gucke mal, ob ich Sattel finde, damit ich mit dem Pferd vielleicht ein bisschen schneller von hier in die Stadt reiten kann oder so tatsächlich. Das wäre vielleicht nicht verkehrt. Und ich mache mich nochmal mit der Bahn auf. Also Minecart, Bahn ist, glaube ich, der schnellste Weg, um hier in die City zu kommen. Boah, das ist ein riesiges Gebiet. Riesig, riesig. Und super viele Sachen in den Häusern überall drin. Vielleicht kann ich mal hier im Hafengebiet gucken oder so. Hier ist auch der Flughafen. Oder wir schauen uns mal den Flughafen an. Und da ist nochmal ein Militärhafen oder so. Ich könnte, glaube ich, auch ganz gut sein. Ja, einmal durchlaufen, wenn es geht. Oder am besten durchfahren mit den Metro-Geschichten. Und das ist eine wahnsinnig coole Map. Und ja, da mal die Frage. Also das Projekt ist so zum Großteil oder eigentlich fast nur auf meinem Mist gewachsen halt. Ich habe das so hauptsächlich mit organisiert. Wie findet ihr die Idee des... Oh, ich bin, glaube ich, in der falschen Linie. Wie findet ihr die Idee des Ganzen? Also mal eine auch etwas größer vorgebaute Map. Und dadurch, dass man viele Sachen looten kann, kann man auch sein Start ein bisschen vereinfachen, ja, dass man nicht direkt sich ums Buddeln kümmern muss oder so, damit nicht jeder Start gleich ist. Und ich hoffe einfach, ich habe die richtige Karte dafür gefunden. Ich glaube, wir sind alle begeistert. Mal gucken, dass die anderen so schnell ausgerastet in den Folgen. Das ist die fetteste Karte, die wir bisher jemals gesehen haben. Und naja, könnt ihr gerne mal schreiben und ich mache mich auf den Weg in die City. Vielleicht finde ich noch was für diese Folge. So, ich bin ja tatsächlich gerade mal angehalten. Ich weiß nicht, ob eine Weiche umgestellt wurde oder so. Ich habe hier geparkt und es ging erstmal nicht weiter. Hier gibt es auch noch eine Kiste drin. Ich könnte mich mal in der Gegend hier umschauen. Da ist rechts ist ein riesiges Luftschiff, glaube ich, wie ich das gesehen habe. Und hier Roadline. Ah, hier wurde umgesetzt. Ein paar Schalter. Okay, ist auch nichts mehr weiter sonst drin. Ja, erkunden, exploren. Was gibt es hier so zu finden? Ein großes... Also es ist noch recht in der Nähe jetzt, sage ich mal. So, und hier... Okay, der scheint ein bisschen heruntergekommen und fertig zu sein, die Gegend. Da ist eine Kiste, eine versteckte. Fett. Okay, Fettessen plus ein Eisenschwert. Da sage ich nicht nein. Ey, das ist so cool. Hier gibt es so viele Easter Eggs und versteckte Kisten und alles Mögliche. Das ist, ja, entdeckungswert. Vielleicht gibt es auch im Luftschiff irgendwas vielleicht. Also wo ich halt noch drauf hoffe, ist irgendwie vielleicht mal einen besonderen Schatz oder so. Tonnenweise Dias oder mal ein Elytra wäre cool. Hey, ein Stack Eisen. Lauter Strings und ja, die Wolle brauche ich nicht unbedingt. Hätte ich gedacht, aber ein Stack Eisen, da sage ich nicht nein. Hier sind auch nochmal Wither Skulls. Aber habe ich ja eigentlich genug, brauche ich jetzt keine mehr. Wie gesagt, die Regel ist, wir sollten keine Gebäude zerstören und außer vielleicht Interieurs. Und das zählt wiederum zu Deko, deswegen würde ich das mal eher so nicht mitnehmen und so. Aber hier waren jetzt viele Häuser wieder mit Kisten drin. Es ist auch nicht so, dass in jeder Kiste unbedingt was drin ist, ja. Also ich bin gar nicht mal so weit weggereist und habe schon echt gut Sachen gelootet. Die Fäden brauchen wir immer mal wieder für irgendwas oder ein paar Sachen. Da sind auch noch Kisten drin, habe ich gerade gesehen, der einen. Gut, hier, ja gut, meistens ist es, glaube ich, in Küchen so, dass Kisten drin sind. Hier geht's einmal lang und hier haben wir dann Lager mit Kisten. Mal gucken, war hier schon jemand? Nein, warte mal, hier war noch niemand. Seeds, ein Stack Fackeln vielleicht, wenn nicht verkehrt. Saplings, okay. Ja, Eisenschuhe, die haben mir noch gefehlt. Ich schau mal die Goldschuhe dafür auch raus, weil ganz ehrlich, brauche ich nicht. Saplings, Seeds und irgendwie was... Ja, Brot meinetwegen, komm. Her damit, her mit dem Brot. Habe ich auch nochmal ein Stack Brot hier essen mitgenommen. Wunderbar. Irgendwie wäre es vielleicht cool, wenn wir so die Sachen markieren können, die wir so gefunden haben. Oh, da unten, da ist auch ein Secret drin. Wie cool ist das denn? Hier ist überall irgendwas. Ein Dungeon mit einem Hebel drin. Natürlich kann es auch irgendwas... Oh nein! Oh mein Gott. Ich bin gleich in eine Falle reingeplumpt. Ich hätte es mir fast denken können, diesen Schild... Replace Spawners with Working Ones. Oh, der ist nicht ganz fertig geworden. Oh mein Gott, ich bin im Dungeon drin gelandet. Okay. Und die wollten ja noch einen Spawner anscheinend einbauen, haben es aber noch nicht rein... Alter, hab ich übelst Glück gehabt gerade.
Oh Mann, das macht so viel Spaß zu erkunden und hier ist, ohne Witz, hier ist wahnsinnig viel. Als ich die Map ausgesucht habe, bin ich auch schon ein bisschen rum, hab geschaut und es ist einfach so ultra viel. Kann ich irgendwie wieder rausgehen oder so? Ich glaube nicht. Ich glaube, hier gibt es keinen Weg nach draußen. Aber es gibt hier halt Goldblöcke und sowas. Die Frage ist jetzt, ob ich die mitnehmen kann. Zählt das als Schatz, wenn ich hier drin war? Ich glaube schon. Das zählt jetzt, pass auf, ich bin im Dungeon drin und das müsste ich mitnehmen dürfen. Ja, der Witz ist, ich habe ja selbst die Regeln gemacht, muss gerade selbst evaluieren, ob das noch mit in dem Begriff drin liegt, den ich definiert habe. Also Interieurs darf man abbauen, Gebäude nicht, das zählt zu einem Dungeon und wenn hier lauter Goldblöcke als Schätze drin sind, dann ja, darf man die schon mitnehmen, weil ansonsten wäre das ja doof. Ne? Also Inneneinrichtung oder Einrichtung darf man mitnehmen, also mit Bett da steht eine Lampe oder sowas oder in Kisten darf man looten und sowas, aber man darf halt nicht das Gebäude abreißen und dann da die Eisenblöcke rausnehmen oder ähnliches. Ja, warum nicht? Dann nehme ich das doch auch mal mit. Ist mal so viel Borg, einfach alles erkunden. Ich kann mich einfach wieder hochstacken, denke ich mal da gleich, aber es gibt nicht mit Goldblöcken. Oh, hier hinten hat, ich schätze mal, hat sich verbaut, oder? Ja, hat sich ein bisschen verbaut. Er hat ein bisschen mit Goldblöcken zugebracht, der auch mal die Karte gebaut hat. Ich dachte gerade schon, da wird es vielleicht rausgehen, aber nö, auch nicht. Ja, das sind ein paar Blöcke Gold, aber das ist nicht so OP. Wir haben schon OP-ere Sachen gekriegt. In der ersten Folge hatten wir, falls ihr gesehen hattet, die, das ist in dieser Folge gewesen. Wir hatten vorhin, Entschuldigung, das ist noch in dieser Folge gewesen. Wir hatten die, Dia-Blöcke eingesammelt. Nicht Dia-Blöcke, Wither-Skulls, so rum, 1-Stack Wither-Skulls, also. Es macht so viel Spaß zu erkunden, ohne jetzt auch nicht, ich werde heute einen halben Stream wahrscheinlich nur erkunden. Ich bin auch ziemlich lang am Streamen. Der Gedanke ist, eventuell ist ein 12-Stunden-Stream, ne? Also von 10 bis 10. Und ich dachte, es ist, wenn dann eine gute Wochenendzeit. Und ja, mal schauen. Mal gucken, also ich habe ultra Bock, einfach hier durchzugehen, zu erkunden. Es gibt auch so viel zu erkunden. Es gibt einfach so wahnsinnig, wahnsinnig viele. Ich bin noch nicht mal in die Stadt reingekommen. Ich habe es gerade nicht in die Stadt reingeschafft. Okay, aber dann gucke ich mal. Ich habe jetzt hier sämtliche Goldblöcke abgebaut und guck mal, wie ich hier rausfinde. Oh, da vielleicht sehen wir es auch schon in der nächsten Folge. Ich muss mal gucken, wie jetzt hier die Folgenzeit so ist. Okay, Folgenzeit sagt, es ist Feierabend. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich werde heute auch noch einen dritten Part machen. Ansonsten könnt ihr mich aber jetzt gerade live im Stream nebenbei wahrscheinlich besuchen, wenn ihr Bock habt. Auf Twitch, Link in der Beschreibung. Schaut rein, wenn ihr wollt oder vielleicht wollt ihr nicht zur Folge schauen oder vielleicht schaut die Folge auch generell später. Egal. Bis dann, lasst krachen und tschüss.